Glasermeister Kai Lehmann am Heiligabend. Schönen Tag, Frau Kahles, die Glaserepliker. Hallo. Ja, also wir sind gestern Abend gegen 10 nach Hause gekommen. Und da sah es eben hier ziemlich wüst aus, wie es ja immer noch sichtbar ist. Sind sie eingebrochen hier? Die sind eingebrochen, die haben da einen Stein durchgeschmissen, den wir ja auch gefunden haben. Da liegt er. Und dann sind sie durchs ganze Haus getigert, haben alle Schubladen rausgenommen, haben alle Wäscheschränke, alles durchgewühlt, Matratzen hochgehoben. Und das alle zu Weihnachten. Das war sehr eindrucksvoll. Notdienste im Einsatz. Wir begleiten sie einen Tag lang, am 24. Dezember. Welche Pleiten und Pannen passieren? Wie gehen die Menschen damit um? Woran denken die Retter in der Not, wenn sie durch das weihnachtliche Berlin fahren? Werden die rettenden Engel zum Weihnachtsfest und Gänsebraten eingeladen? Das wollten wir wissen. Hat mein Sohn repariert? Es war ganz schön kalt gestern Abend hier. Da würde ich Ihnen vorschlagen, dann klebe ich jetzt erstmal hier von auf den beiden Scheiben eine Scheibe rauf, eine Notverglasung. Aha. Ja. Die kaputte Scheibe. Für Kai Lehmann Routine. Für Frau Kahles ein Schock. Wir sind durchs ganze Haus, vom Keller bis zum Dachboden, haben alles umgewühlt. Und ich hatte ein bisschen Goldschmuck. Sehr persönlichen Schmuck, der unersetzbar ist. Und vielleicht findet man die Leute durch die, weil es ein sehr, sehr spezieller ist. Und eben was so nicht und nagelfest ist. Nicht? Dann kommt noch ein bisschen Silikon ran. Und das hält dann erstmal so lange, bis das Silikon abgebunden hat nach 24 Stunden. Und dann ist das sieht zwar nicht schön aus, aber das ist dann eine Masse. Nach 15 Minuten ist das Problem notdürftig behoben. Wenigstens zieht es nicht am Heiligabend. Jo, Frau Kahles, bin gleich fertig. Ausgerechnet jetzt zu Weihnachten. Meine Nachbarn verreist, die zwei lautkläffende Hunde haben. Mhm. Frau Kahles, ist ja immer so. Ja, genau. Einmal hier, dass ich die Notverglasung durchgeführt habe. So, Telefonnummer haben wir ja. Ja. Hier oben. Haben Sie? Genau, hier oben. Ja. Und dann rufen wir Sie an, machen mit Ihnen Termin aus. Ja. Und dann kommen wir und reparieren das. Gut. Schnellstmöglich, wa? Ja, schnellstmöglich. Gut, Frau Kahles, ich wünsche Ihnen dann noch ruhige Weihnachten. Ja, können wir gebrauchen. Die Vattenfall-Einsatzzentrale in Berlin-Tiergarten. Oh, die Stimmung ist gut. Hört man so, vielleicht nicht feierlich, aber man macht sich dann eben sozusagen seine eigene Weihnachtsstimmung, zumal man ja dann 8 Stunden dann hier sozusagen zusammensitzt. Letztendlich ist es eine Arbeit, die notwendig ist, sodass alle Kunden mit Strom versorgt sind. Wir sehen es genauso, wie Ärzte ihren Dienst verrichten, Krankenschwestern, Polizei, Feuerwehr. Lutz Tosch und 4 weitere Kollegen sorgen dafür, dass die Lichter in Berlin möglichst nicht ausgehen. Weihnachten ist sicherlich irgendwo so, dass die Kunden alle in weihnachtlicher Stimmung sind und möchten dann, wenn die entsprechenden Zeiten herangebrochen sind, natürlich auch ihren Gänsebraten in der Röhre wissen, der dann natürlich auch sicher ununterbrochen mit elektrischer Energie versorgt werden muss, um dann braun zu werden. Wenn dann der Strom ausfällt, dann sind sie natürlich schon besorgt und fragen natürlich etwas mehr nach, wann denn wieder damit zu rechnen ist, dass der Strom wieder anstellt. Heute früh, als wir aufgestanden sind, war es im Bad kalt, überall kalt. Aber es ist nicht das erste Mal, dass immer Weihnachten bei uns die Heizung ausfällt. Der Kollege kennt das schon. Ständig geht das kaputt, also jährlich einmal mindestens. Wir wissen auch nicht, woran das liegt. Zuerst ist natürlich die Sorge ein bisschen groß, Weihnachten im Kalten zu sitzen. Aber ich habe bei der Firma König angerufen und der sagte, eine halbe Stunde ist der Monteur da und da ist das eigentlich ziemlich relaxed. Monteur Paul Fasekas ist schon zum dritten Mal unfreiwilliger Weihnachtsbesuch bei Sieglinde Thom. Alle Jahre wieder. Heute feiert jeder zu Hause in seiner Familie. Wir sind auch zu zweit hier alleine. Und morgen kommen sie dann alle Kinder und Enkelkinder. Und dann ist hier das Haus voll.
Meine Frau selber arbeitet auch, also ist eigentlich kein Problem. Und morgen kommen die ganze Familie, essen wir Mittag zusammen und dann ist okay. Weihnachten gelaufen für uns. Während die Heizung wieder warm läuft, schauen wir uns Frau Thoms Weihnachtsbaum an. Na, dann kommen Sie mal. Da steht das gute Stück. Einen besonders großen haben Sie. Tja, so groß, dass er... also wir haben da am Sonnabend gekauft und das war der einzige, der noch ein bisschen vernünftig aussah. Und deshalb ist er so groß, aber ansonsten, wir mussten auch noch ein bisschen kürzen, aber eigentlich noch größer. Aber ich finde, da wir sie erst am Sonnabend gekauft haben, haben wir noch einen ganz guten erwischt. Aber... Schlüsselnotdienst Robert Breternitz im Einsatz in Lichterfelde. Guten Tag. Sie haben sich ausgesperrt? Ja. Wie ist Ihnen denn das passiert? Einfach vergessen? Das kann ich Ihnen sagen. Ich habe ein ganz kluges, interessantes Gespräch mit meiner Frau geführt, während wir aus der Tür gingen. Und anstatt den Schlüssel außen reinzustecken, war er dann drin. Ich wollte nur ein bisschen spazieren gehen. Solch einen Haken muss man haben. Nach 30 Sekunden ist die Tür von Harald Riedel wieder offen. Ja, wir haben noch Kinder in Berlin wohnen, die haben wir erst bestellt. Und dann war klar, das heißt, ich habe auch versucht, übers Badfenster einzusteigen. Das hat sich als nicht machbar erwiesen. Bin zum Nachbar gegangen, telefoniert. Der hatte ihre Nummer. Ihre Firma hat wohl auch einen Vertrag mit dem Hauswart. Ja. Schicken Sie Rechnung oder zahle ich jetzt? Sie sagen jetzt 97,50 kostet Sie der Spaß. So, ein Autogramm noch, bitte. Das ist für Sie. Danke. Bitte schön, zeigen Sie mir doch mal bitte Ihren Haken. Darf ich nicht. Bitte? Darf ich nicht. Dürfen Sie nicht. Was mache ich denn nächstes Mal? Wieder 100 Euro zahlen? 97,50. Gut. Schöne Feiertage noch, ja? Wiedersehen. War ja eine Sekundensache eben. Geht das immer so schnell? Bei einer zugezogenen Tür in der Regel ja. Aber es gibt auch Türen, wo man ein bisschen länger braucht. Aber das war jetzt, sag ich mal, sehr einfach. Da ging es eben um einen Haken, einen besonderen. Was ist das gewesen? Das ist ein Draht, den man sich halt gebogen hat, der für diese Tür passt. Also ist jetzt nichts Besonderes. Und Sie haben gesagt, Sie dürfen den nicht zeigen. Warum? Naja, man muss ja nicht alle, also man muss, kann sich die Tür auch vor angucken, aber man muss ja nicht die Einbruchswerkzeuge zeigen. Der nächste bastelt sich selber, also nicht für unser Geschäft, wenn man das selber macht, sondern man leitet ja auch andere Leute damit an, wie schnell es dann geht. Das muss man ja auch nicht. Wir begleiten Robert Breternitz noch ein Stück. Zeit für Anekdoten. Das war letztes Jahr, stimmt. Da waren sie rausgegangen, wollten den Müll wegbringen, haben die Tür zugezogen. Waren die Mutter und die beiden Kinder mit raus und da war die Weihnachtsgans denn, weil sie es erst selber probieren wollten, weil sie das Geld nicht ausgeben wollten, war denn die Weihnachtsgans eben halt nach einer Stunde richtig schwarz gewesen. Entweder gehen sie mal noch einkaufen, dann müssen sie im Haushalt noch was machen. Also im Prinzip ist immer die Hektik da. Also sag mal, bis zur Mittagszeit und dann sage ich mal erstens zweiten Weihnachtsfeiertag, dann ist es halt ruhiger. Aber sonst ist es eigentlich eher dieser vorweihnachtliche Stress, den sie dann halt haben, die Leute, wo dann auch halt diese Fehler passieren, dass sie halt rausgehen, keinen Schlüssel bei haben oder Schlüssel im Auto gelassen haben beim Einkaufen und dann Klappe zu, weil sie viele Taschen hatten. Also das sind dann mehr so die Stressgeschichten. Auch Olaf Süßkopf ist Heiligabend unterwegs. Notdienst für die GASAG. Ja, sicherlich denkt man an Weihnachten, weil ja dann doch in den Straßen es etwas ruhiger zugeht. Ja, man kehrt so ein bisschen in sich hinein und ja, ist in Gedanken bei der Familie, bei Freunden, Bekannten. Ja, ansonsten muss man eben halt sehen, wie man damit klarkommt. Sind Sie mal zur Weihnachtsgans mit eingeladen worden? Ja, ist richtig. Es war letztes Jahr und wir kamen ins Gespräch und erwähnte, dass ich also den Folgetag auch noch Dienst habe. Und daraufhin wurde ich eingeladen zum Mittagessen. Wobei ich dieses natürlich
bedauerlicherweise verneinen musste. Warum? Weil die Arbeitszeit es natürlich nicht hergegeben hätte. Ich kann mich ja nun nicht beim Kunden eine Stunde am Tisch setzen und den Mittagstisch mit in Anspruch nehmen. Das geht ja nicht. Einsatz in Berlin-Prenzlauer Berg. Ein Imbiss in der Lüchner Straße ist nach einem Kellerbrand ohne Gas. Ohne Gas können wir nicht weiterarbeiten. Das war für uns eine große Katastrophe. Ne? Das ist hier, unsere Gäste ist nicht was anbieten. Und das ist heute früh, dass so mein Kunden ist hier, das wartet von draußen. Kann ich nicht was anbieten. Das so, ist zu kalt. Heute ist es mein erster Einsatz. Und was schätzen Sie, wie viel werden es werden? Ja, das kann man so nicht genau sagen, ist sehr unterschiedlich. Aber ich denke mal, so 4-5 könnten durchaus. Das ist realistisch. Ja, aufgrund der Größe des Eckhauses werden es so sicherlich. Werden so sicherlich um die 40 Mietsparteien sein. Und wenn die Pech haben, haben die jetzt ganz Weihnachten kein Gas? Wenn sie Pech haben, kann es durchaus passieren, dass sie Weihnachten kein Gas haben. Unsere Firma kann das am Wochenende machen. Wie gesagt, das hängt von der Flexibilität des Installateurs ab. Aber ich gehe mal davon aus, wie gesagt, die Leute sind vor Ort. Und ist natürlich sehr unangenehm für die Mieter. Und ich denke mal, die werden also auch eine Notlösung finden. Die Leitungen sind geschwärzt. Die haben alle Temperatur aufgenommen. Zum Teil, ja, ausgeglüht. Eine halbe Stunde später, Entwarnung für die 40 Mieter. So, also wie mir der Installateur gerade mitgeteilt hat, der hat die Leitung geprüft und hat bereits die HAE geöffnet. Das heißt, er gibt also Gas wieder frei und wird die Mieter somit mit Gas beliefern. Gehen Sie jetzt zu dem... Jetzt gehe ich nochmal zu dem Kunden, der gerufen hat. Aha. Spreche nochmal mit ihm. Und denke mal, dass er dann zufrieden ist, dass er vielleicht in den nächstliegenden Stunden wieder seinen Betrieb aufnehmen kann. Dann kommen wir mit. Okay. So, von dem Hauseigentümer sind ja Leute beauftragt, sich um diesen Schadensfall zu kümmern. Wie ich gerade mitbekommen habe, hat der VIU die Gaszufuhr eröffnet. Und er wird sicherlich durch die einzelnen Wohnungen und Läden gehen und ja, sie betreuen. Und ich denke mal, dass sie in der nächstliegenden Stunde wieder Gas haben. Mhm, vielleicht liegt sogar schon Gas an. Müssen Sie mal probieren. Jetzt? Die Flamme brennt bereits. Der Kunde hat Gas. Vielen Dank, ja. Ich wollte losfahren und dann ging es mir an. So ist das halt. Wohin wollten Sie gerade? Zu Oma und Opa. Mit der ganzen Familie, aber das wurde nichts. Sie ist schon vorgefahren, die Familie. Ach so, die ist total runter. Total auf Null. Und wenn du auf Null ist, war immer irgendwas an. Also es geht mal eine Zelle kaputt, also die Möglichkeit besteht, aber mehr auf keinen Fall. Uwe Elsner ist schon seit 7 Stunden für den ADAC im Einsatz. Na, Notdienst, wir haben jeden Tag Notdienst. Weihnachten ist Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter. Das ist halt unser Job. Wie kommt es, dass Sie heute gerade am Weihnachten dran sind? Wir sind fast alle dran bei uns Weihnachten, haben wenig frei. Ja, ist ja alle unterwegs. Auch Ramon Scheunemann kommt noch pünktlich zur Bescherung. Ja, ich dann auch. Hier noch eine Unterschrift und dann. Ja. Haben Sie noch Kinder zu Hause? Jetzt nicht mehr. Ach so. Gerade bei Oma und Opa. Wie alt sind Sie denn? 4 Monate. Oh, ja. Das ist ja. Ja, wird spaßig jetzt. Na gut. Eins oder zwei? Eins. Reicht erstmal. Das ist super. Danke. Wattenfallstörungsleitstelle, mein Name ist Tosch, was kann ich für Sie tun? Bei Elektrotechniker Lutz Tosch geht um 14 Uhr ein Notruf ein. Stromausfall in Mitte. Uns wurde gemeldet, dass wir spannungslose Kunden haben, und zwar in der Humboldt
Eine Caroline von Humboldtweg 10 bis 22, teilweise. Jetzt nehmen wir an, dass von unserer Seite her eine Sicherung kaputt ist. Und jetzt kontrollieren wir das. Wie sind Sie darauf gekommen, dass eine Sicherung... Weil mehrere Häuser spannungslos sind. Sonst wäre immer nur ein Haus spannungslos, aber wenn mehrere sind, liegt es meistens an uns. Es ist viel Bautätigkeit, Feuchtigkeit, kann es passieren. Drei Häuser am Caroline von Humboldtweg sind ohne Strom. Thorsten Hirsch und Bernd Lange verfolgen den Fehler. Die Ursache ist schnell gefunden. Da ist er. Oh, ist mit. Wir sind durch die kaputten Sicherung. Kann man die jetzt so ohne weiteres ersetzen? Wir probieren es. Wir probieren es. Wenn nicht, dann knallt es immer kräftig. Und dann wissen wir, das Kabel ist richtig kaputt und dann kommt der Messwagen. Und dann wird es eingemessen. Aber da man ja Schutzsachen hat, ist es eigentlich nicht so schlimm. Und hier ist das Teil hoch hier. Dieses Teil hier. Das ist ein sicheres Zeichen, dass er kaputt ist. Und hier fehlt das Teil. Also das sind noch ganze. Wir hoffen es mal, dass die wieder schnell versorgt sind. Wichtig ist dabei schnell. Eine Stunde nach dem Notruf haben die Kunden wieder Strom. Zwei kaputte Sicherungen auf dem Kabel 31. Und jetzt sind alle wieder versorgt. Genau, mit jetzt erzählt. Bitte schön. Tschüss. So, jetzt wisst der Störungsdienst Bescheid und dann fahren wir nach Hause. Ja. Ja, ich habe im Ruhe nochmal Bereitschaft. Wenn schon, denn schon. Versaut man sich richtig. Ja, wir hoffen es. Der Hammer, Weihnachten ist gerettet. Danke. Bitte. Was war's denn? Zwei kaputte Sicherungen in der Station. So macht man Leute glücklich, ne? Zu Hause bei Thomas Barz. Der Heizungsmonteur hat dieses Jahr 14 Tage Notdienst. Über Weihnachten und Neujahr. 24 Stunden am Tag. Die Familie kennt das schon. Weihnachten wird trotzdem gefeiert. Die letzten Jahre waren wir oft bei meiner Schwester auch gewesen, dass wir weggefahren sind. Können wir dieses Jahr ja durch die Bereitschaft jetzt nicht machen. Oder ansonsten war vorher auch mit den Großeltern. Klappt dieses Jahr leider auch nicht. Und wie ist das so, wenn man jetzt hier sitzt, wartet man, lauert man auf den Einsatz, sitzt man so ein bisschen wie auf Kohlen? Ein bisschen, ja. Aber umso später das wird, legt sich das um ein bisschen. Wichtig ist, dass ich anrufe und Bescheid sage, dass ich losfahre. Das ist mal eine Beruhigung von Kunden, dass jetzt auch in dem nächsten jemand kommt, das ist wichtig. Und dann hofft man sich aber, wenn man denn los ist, dass die anderen Störungen auch kommen. So wie gestern. Ja, dass sie hintereinander wegkommen. Nicht, dass man wieder nach Hause fährt und dann wieder losfährt. Bei der gemeinsamen Kaffeetafel plant die Familie den Weihnachtsnachmittag, wenn kein Anruf dazwischen kommt. Und nach der Kirche dann halt nach Hause und dann Bescherung machen. Dann gibt es traditionellen Kartoffelsalat und Würstchen. Und abends gehen wir nochmal zur Freundschaft. Doch es kommt anders. Man isst ja sein Leben. Einsatz für Thomas Barz. Heizungsausfall in der Grunewaldstraße. Der Monteur unterwegs, die Familie vor dem Fernseher. Notdienst, Alltag. Wie haben Sie denn mitgekriegt, dass hier eine Störung war? Na, durch diesen Piepston. Das ist das Alarmgerät, was eigentlich für Ölaustritte gedacht ist. Aber das funktioniert dann auch, wenn es keinen Strom kriegt. Das sagt sich, also jetzt muss ich mich auch melden. Kann ja was anderes sein, kann Öl sein. Ja, und dann bin ich runtergegangen und na, die Heizung war kalt. Also wie gesagt, das Knattern kam immer aus diesem roten, hier aus dem, wenn es zünden wollte, dann hat es hier drinnen, ja, das kann natürlich auch... Der Strom ist ja nicht da, die 220 Volt, das sind nur 110 oder 120. Deswegen, ach, jetzt im Moment? Ja, genau. Deswegen kann er das nicht so. Nee, das ist klar. Heizungstechniker Barz am Einsatzort. Das Problem liegt tiefer. Die Hauselektrik ist über 70 Jahre alt und streikt. Gott sei Dank kennt sich Thomas Barz auch mit Strom aus. Das ist auch der Nachteil, wenn man kein Elektriker ist. Ein Kollege müsste dann wieder gehen oder ich müsste Hauselektriker holen. Aber Sie sind beides.
Normalerweise hätte ich, ja, ich bin beides, aber normalerweise hätte mir das überhaupt nichts angegeben. Ich muss hier nur am Notschalter messen. Wenn ich da keinen Strom habe, ist für uns das eigentlich erledigt. Ich hätte nur Glück gehabt, dass ich Elektriker bin. Dadurch kann ich es eben weiterverfolgen. Sind Sie jetzt froh, dass es wieder geht? Na ja, sicher bin ich froh. Nicht, stellen Sie sich vor, das sind ja noch 2 Tage Weihnachten. Und dann will man ja auch nicht unbedingt den Notruf, denn es ist ja keine Lebensgefahr. Man kann jetzt einen Heißlüfter, könnte ich ja, gewisse Kreise sind ja da gewesen. Dann hätte ich das da so machen können. Aber ansonsten ist schon ganz gut, wenn das wieder so funktioniert, wie es sein soll. Ungefähr um diese Zeit ist Uwe Timm in Sachen Fernsehen unterwegs. Das ist, muss man wirklich ehrlicherweise sagen, das ist eine ganz wichtige Sache bei sehr, sehr vielen, auch wenn es nicht alle unbedingt zugeben möchten, aber es ist wirklich so, Heiligabend läuft bei fast jeder Familie der Fernseher. Bei älteren Leuten ist es natürlich noch extrem wichtiger, verständlicherweise, wenn sie keinen haben, gerade an Heiligabend, wo sie bei der Familie sind oder so, dann ist der Fernsehen eben der Ersatz dafür. Ne? Das ist schon eine wichtige Sache. Wilmersdorf, Brandenburgische Straße. Fernsehtechniker Tim auf dem Weg zum Stammkunden Lothar Schmelz. Schönen guten Tag, Herr Schmelz. Guten Tag. Berliner Kundendienst, hallo. Ja, dann kommen Sie mal rein. Ja, dann wollen wir mal schauen. Sehnlichst erwartet. Sehr schön. Gut, wo steht denn der Patient? Der hat gestern Abend einen Kurzschluss ausgelöst. Ein Kurzschluss? Oh, ja. Ach, guck an. Ganz, und nachdem ich also die Sicherung wieder reingedrückt habe, ging der nicht mehr an. Ja. Der war also aus. Ja. So, dann wollen wir mal sehen, werde ich erstmal den Ersatz rausziehen. Soll ich den mal reinstecken? Na, wenn jetzt gar nichts kommt, dann müssen wir gleich mal reinschauen, was denn brauchenwürdig ist. Ja. Gut. Und der Kurzschuss kam beim Einschalten oder beim Laufen beim Spiel? Nee, während des Laufens. Während des Laufens? Ja, auf einmal zack, duster. Gut. Ja, ich habe ja nur hier 2 Rekorder angeschlossen. Ja. Die laufen auch gerade. Und gerade jetzt zu Weihnachten so eine Katastrophe, ja, wa? Ausgerechnet. Na, Mensch. Das war ja nun ein Zufall. So, dann nehmen wir mal runter. Aber das ist ein 100 Hertz, das Bild ist ja noch okay. Was soll ich mir jetzt einen Flachbildschirm kaufen, wenn der nur läuft, ne? Und ich habe eine Versicherung, die die Reparatur bezahlt. Ach so, ja. Die Wertgarantie habt ihr immer selber abgerechnet. Mhm. Also. Dann sind sie ja ganz gut abgesichert. Dann dürfen die auch mal bezahlen für den Beitrag. Ja. Naja, allgemein, was macht man als Rentner? Sie sehen ja, ich tue ja fleißig Filme aufnehmen, auch für Bekannte. Jetzt zu Weihnachten ein paar zum Verschenken und so weiter, ja. Also hat man so seine Beschäftigung, ne? Ja, hier im Gerät, das Netz hat einen Kurzschuss, deswegen ist Ihnen diese Haussicherung rausgeflogen. Aha, ja. Ne? Schön wäre es ja, wenn Sie das reparieren können. Reparieren können wir es in jedem Falle, ist aber so hier im Hause leider nicht möglich. Das ist doch etwas aufwendiger. Aha, müssen wir also doch mitnehmen. Müsste mit in die Werkstatt das Gerät. Ja. Genau. Das ist nun nicht zu ändern. Ja. Schade drum, ich habe zwar einen Ersatz da, aber das ist natürlich. Kommen Sie denn über die Feiertage so klar mit dem? Ja, muss ja. Muss ja. Gut. Der Drehzahlmesser ist abgefallen. Ganz plötzlich und dann merkte ich, dass kein Druck mehr da ist. Also ich konnte Gas geben, aber es passierte nichts. Und aus dem Grunde bin ich dann rechts rangefahren. Für Knut von Kalm endet die Weihnachtsreise vorläufig auf der Standspur. Ich hatte meine Schwiegereltern im Auto und wollte die jetzt zu Weihnachten abholen. Meine Frau ist gekommen und hat jetzt ihre Eltern abgeholt. Und das ist so, dass ich alleine jetzt hier nur noch warte. Die Familie kommt, die Kinder kommen, wie gesagt, die Schwiegereltern sind da. Wir wollten heute ein bisschen Weihnachten feiern. Dem Manne kann geholfen werden. 10 Minuten später steht Herr von Kalm vor seiner Haustür. Ganz schnell. Herr Stefan, ja. Gut, wunderbar. Frohes Weihnachtsfest, alles Gute. Und recht vielen Dank. Ach, gern geschehen, gern geschehen. Mein Sohn wollte die Tür aufmachen, ist genau in der Mitte mit der Handfläche rangekommen. Auf einmal hat es Klirr gemacht und. Brauchen Sie die Leisten jetzt auch? Ja, ich komme dann nochmal hoch und hol die Leisten. 16.30 Uhr. Bei Nicole Skanjac ist die Wohnzimmertür zu Bruch gegangen. Während Kai Lehmann das Glas wechselt, träumt er von Weihnachten zu Hause.
Das ist ja schließlich ein Familienfest, dass wir alle dann am Weihnachtsbaum sitzen und gemütliches Beisammensein ist. Mit einem schönen Essen. Wollen wir mal sehen. Am Heiligabend ist immer noch was los. Da wollen sie immer noch mal schnell alle zukriegen. Und dann am ersten Feiertag, da beruhigt sich das dann. Feierabend hat Kai Lehmann erst, wenn alle Aufträge abgearbeitet sind. Für heute ist es hoffentlich sein letzter. Sicher ist das aber nicht. Man kann rund um die Uhr anrufen. Ist immer mit jemandem verbunden. Und passiert dann auch, dass Sie eigentlich schon zu Hause sich schlafen gelegt haben und sind trotzdem los? Ja, ist alles schon vorgekommen. Ist alles schon vorgekommen. Man kommt von Kunden zurück, macht die Wohnungstür auf, ist der Nächste dran. Aber so ist das nun mal im Notdienst. Dafür sind wir da. Die Tür ist repariert. Schnell, aber nicht gerade billig. Also 140 Euro sind natürlich jetzt vor Weihnachten schon eine Menge Geld. Aber Weihnachten wird trotzdem gefeiert. Ja, natürlich. Klar. Und freust du dich auf Weihnachten? Ja. Worauf freust du dich am meisten? Auf die Geschenke. Was hast du dir gewünscht? Viel.